Die Toshi-Quelle. Wow, das Wasser ist ja kristallklar. Fast schon ein nobler Name, aber vielleicht doch nicht so weit hergeholt. Ha. Da oben ist auf jeden Fall Platz für ein Kleeblatt. Da kann ich mal wieder nicht graben, natürlich. Ja, ich habe auch noch nicht kapiert, was diese kreisenden Dinger sein sollen. Erstmal hier alles putt machen. Einmal Grünfutter, das kann ich gleich mal überspringen. Kennen wir ja alles schon. Ah, plus 12. Oh ja, wir sind bald nah dran an einem zweiten Magen. Das hier sieht aber alles arg verunreinigt aus. Cool. Ein Räuchergefäß. Brenner extra dafür gemacht, feinste Aromen zu verbreiten. Okay. Cool. Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Gang zum Shinjo-Feld. Ah. Komm, ich will den Laubhaufen weg. Ja, sprengen. Klappt natürlich nicht. Kann ich da eine Abkürzung zum Shinjo-Feld machen jetzt? Das wäre natürlich nice. Oh, ich bin einfach nur oben. Ja, ich bin überhalb. Ach, da kann ich nicht lang. Ja, ich bin überhalb. Hier komme ich auch wahrscheinlich nicht so einfach wieder hoch, wenn ich unten mal unten angekommen bin. Also wieder zurück. Da ich gerade keinen Bock habe, mit den Seerosen rumzuspielen. So, geben wir mal ein bisschen Vollgas. Dann finden wir heraus. Das Tor geht da lang. Wenn ich hier lang gehe. Du schon wieder. Hey, das ist Tierquälerei. Ist das nicht der Bär, der im Hanertal geschlafen hat? Schläft er etwa immer noch? Lass ihn uns Schlaffi nennen. Frisch getaufter Schlaffi. Das ist aber ein glücklicher Bär. Er scheint Kugeln sehr zu lieben. Hey, das ist Tierquälerei. Glücklicher Bär scheint Kugeln sehr zu lieben. Hey, ich weiß, wo wir eine Kugel haben.
Oh, hier ist auch noch eine. Na komm. Na, 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 na. Ey. Würdest du bitte in... Ah. Den richtigen Weg rollen. Was war ich denn jetzt mit dir hier unten? Ja, ich kann dich im Wasser rumrollen. Das ist mir aber auch nicht. Kann ich einfach eine Linie zu dir malen und dich zu mir herziehen? Nein. Sowas finde ich in Spielen doof. So eine Rollaktion. Und dann rollt das Ding eigentlich so, wie es ihm passt. Und nicht so, wie man es schiebt. Auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen überflüssig aufrege, es nervt. Es nervt einfach. Nein, falsche Richtung. Roll da lang. So, und jetzt da hoch. Nein, nicht da an der Kante hängen bleiben. Er bleibt an der Kante hängen. Er bleibt an der mickrigen Kante hängen. Ja, toll, ich muss das Ding da rüberrollen. Wo ist eigentlich der andere Stein? Der andere Stein ist hier. Wobei, das ist kein Stein, das ist eine Nuss. Ah, jetzt muss ich mit der Nuss hier kämpfen. Ich roll dich gerade aus, also roll gerade aus. Nein, wo rollst du hin? Ah. Nein, aus. Böse Riesennuss. Ja, schon wieder ein Kampf. Habe ich wirklich gerade den Lautenspieler besiegt, ohne ihn teilen zu müssen. Auch gut. Ja, lass mich bitte aus dem Kampf raus. Ich muss eine Nuss schieben. Na, na, na. Du blöde Nuss. So, weg mit dir noch.
Oh, das gibt's doch echt nicht. Nein, nicht wieder an die Kante. Boah. Du inkompetentes Nussscheinteil. Nein. Vor allem, es rollt dich mal gescheit. Sieh mal, dort den Platz zum Aussehen. Die Fette haben Reisende genutzt, die mit der Fähre fuhren. Ja. So. Da, bitteschön. Es bringt sogar was, ihm die Nuss zu geben. Endlich. Oh, das muss wohl ein Scherz sein. Er schläft schon wieder. Junge, ich wünsche, ich könnte so schlafen. Es bringt mir wenigstens 10 Glück, wenn ich das mache. Okay. Da braucht man aber echt eine Engelsgeduld dafür, um den Schamotter da hochzuschieben. Ich meine, die Nuss war schon schwierig genug und jetzt muss ich auch noch den Kohl den ganzen Weg da hochschleifen. Das ist der falsche Weg. Warum? Warum tut man mir sowas an? Nicht darunter. Nicht darunter, habe ich gesagt. Sag mir bitte, ich kann ihn die Treppe hochschieben. Sag mir das bitte. Ja, ich kann ihn die Treppe hochschieben. Wenigstens etwas. Tja, da müsst ihr jetzt gerade mit mir durch. Ist mir egal. Ich schieb den blöden Kohl da hoch. Das ist schwieriger, als es aussieht. Und es geht verdammt in den Arm. Amaterasu. Bitte schieb das Ding gescheit. Nein, nicht darunter. Ah. Dann bleib halt da unten. Kann ich dich resetten, indem ich einfach hier rausgehe? Der Kohl tauntet mich absichtlich. Ganz ehrlich. Ah, ich habe ihn nur resetten können. Danke. Danke, barmherziges Spiel. Dieser Kohl will auch mich verarschen die ganze Zeit an die Scheißkante und jetzt rollt er schon wieder an die Kante. Nein. Aus.
Ich hab dich fast da, wo du hin musst. So. Gut. Endlich. Oh, das muss doch wohl ein Scherz sein, der schläft schon wieder. Junge, ich wünschte, ich könnte so schlafen. So, nochmal 10 Punkte, das war es wenigstens wert. Jetzt können wir unseren Magen upgraden. Ja. Danke. Ja, ist mir egal, ob das Tierquälerei ist. Der hat's verdient. So. Noch ein Händler? Oh, wie lustig. Ich habe noch nie zuvor einen weißen Wolf gesehen. Wie lautet dein Name? Was? Komm schon, sag mir deinen Namen. Du magst vielleicht nur ein Wolf sein, aber die gesellschaftlichen Formen müssen doch gewahrt bleiben. Ich heiße Isun und dieses Fake-Neu hier heißt Amaterasu. Das ist aber ganz schön lang. Wie wäre es mit Kreide? Ist das okay? Was mich betrifft, ich bin der berüchtigte Zahnhändler. Ja, ich bin der große Keeper. Der große Zahnhändler Keeper, wow. Nun dann, Kreide, du weißt über die Überbleibsel der Monster Bescheid, stimmt's? Du weißt, was du bekommst, wenn du ein Monster besiegst? Ich spreche von den Mondzähnen. Die Mondzähne? Alles, was du machen musst, ist, dem Monster das Fell abzuziehen, damit sie einen Dämonen fallen lassen, bevor sie verschwinden. Die Adligen lieben sie als Symbole ihrer Macht. Sie bezahlen jeden Preis. Also dann, Kreide, hast du sie bei dir? Natürlich verlange ich nicht, dass du sie mir umsonst gibst. Ich, der große Keeper, habe Schätze von überall aus Nippon gesammelt. Wir können tauschen. Dämonenzähne gegen Schätze tauschen? Jo, gerne. Goldener Pfirsich für den Magen komplett. Braucht 15 Dämonenzähne. Heieiei. Holzmatte. Goldglückskatze. Zieht Wertgegenstände in der Nähe an. Holzmatte. Spende Geld und im Schlaf werden deine Wunden heilen. Ah, also ein Rastgegenstand. Ja, und die drei Sachen sehen sogar so aus, als ob sie keine Gebrauchsgegenstände wären. Deswegen spare ich mir die Dämonenzähne mal einfach. Und guck mir lieber die Rolle für die Kampftipps an. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Kampftipps. Es gibt zwei wichtige Punkte im Kampf zu beachten. Da gibt es den Bonus und den sogenannten Flora-Finisher. Als erstes mehr über den Bonus. Der Bonus ist Belohnung für besonders gute Kämpfe. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Höhe des Bonus zu verbessern. Eine Möglichkeit ist, den Gegner sehr schnell zu besiegen. Die andere Möglichkeit ist es, zu kämpfen, ohne Schaden zu nehmen. Ah, greife Gegner schnell an und weiche ihren Angriffen aus. Das ist das Geheimnis, wie man einen hübschen Bonus einsagt. Der Bonus erhöht die Anzahl der feingelassenen Münzen. Sammle die feingelassenen Münzen während des Kampfes ein. Als nächstes die sogenannte Flora-Finisher-Technik. Wenn ein Dämon die Welt verlässt, wird die Zeit langsamer. Benutze dann den Pinsel, um Pflanzen aus der Leiche zu machen. Die Überreste kristallisieren sich zu den Mondzähnen. Die benötigte Technik hängt vom jeweiligen Gegnertyp an. Du musst herausfinden, welche göttliche Technik zu nutzen ist. Es gibt viele Geschichten über Sammler der Dämonenzähne. Das Sammeln dieser Zähne wird sich sicherheitsnützlich erweisen. Mhm. Ja gut, das könnten wir theoretisch hier gleich mal ausprobieren. Was steht hier drauf? Zum Shinso-Feld, ja. Hm.
Ja, das waren schon mal zwei Dämonenzähne, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, also irgendwie kriege ich das hin, Dämonenzähne zu bekommen. Hm.